Den besten Döner Wiens, vielleicht sogar der Welt, gibt es laut einigen bei Ferhat Döner in Favoriten. Ist das ungelogen? Wirklich nicht fürs Video, gar nicht. Ich zeige euch ganz ehrlich, bester Döner, den ich jemals gegessen habe. Hinter mir ist der beste Döner der Welt. Aber was denkt ihr, wenn ich euch sage, dass dieser jetzt ernsthafte Konkurrenz hat? Ich war ja erst vor kurzem bei dem Dönermeister und verstehe den Hype rund um das türkische Traditionsgericht absolut. Das ist einfach ein fucking Meisterwerk durch und durch. Neben seiner Leidenschaft und seiner 1A-Qualität machen ihm natürlich seine gigantischen Spieße einen Namen. Keine andere Dönerbude in Wien kommt an die einzigartige Qualität und den außergewöhnlichen Geschmack ran. Hat man zumindest bis jetzt geglaubt. Nur schlappe 10 Minuten Fußweg von Ferhat Döner entfernt befindet sich Gio's Grill. Ich habe übrigens keinen einzigen Artikel oder Bericht über das Lokal gefunden. Deswegen habe ich einfach mal ChatGPT gefragt. Weißt du etwas über Gio's Grill und Kebab? Und wenn nicht einmal ChatGPT etwas über das Lokal weiß, dann muss es noch relativ unbekannt sein. Was es gibt, sind aber täglich neue Instagram Reels. Und in denen sieht man definitiv, dass ihr Fokus auf Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch liegt. Sie haben zwar nur einen einzigen Dönerspieß, der wiegt aber sage und schreibe 400 Kilogramm. Das ist vergleichbar mit einem ausgewachsenen Hengst. Und er wird täglich frisch gesteckt. Und auch das Brot für den Japrak-Döner wird täglich frisch gebacken. Freunde, und soweit ich weiß, ist der Bäcker von Gio's Grill ein ehemaliger Mitarbeiter von Ferhat Döner. Der hat nämlich dort bei Ferhat 5 Jahre gearbeitet und ich glaube die Rezeptur zu Gio's Grill gebracht. Ihr werdet dann selber sehen, was ich damit meine. Ah ja, und bevor ich es vergesse, ich will mir natürlich nicht einfach Credits abluchsen, denn ich habe den Laden von einem Zuschauer empfohlen bekommen. Danke vorab an den lieben AustrianGamers3171. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt zusammen, ob Ferhat ernsthafte Konkurrenz hat. Abfahrt! Liebe Freunde, ihr habt es gesehen, 10 Minuten Fußweg befindet sich hinter mir Gio's Grill. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da drüben befindet sich Monte. So, Freunde, auf die Frage, was ich in den Japrak-Döner hineinhaben möchte, habe ich am Anfang gemeint, ja, ich will es traditionell. Dann hat er gemeint, ja, mit Soße ist eigentlich auch geil. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, er soll reinhauen, was er will, wo er glaubt, das ist geil. Und das ist jetzt das Endprodukt. Also Fleisch da drin, Freunde, ist mindestens genauso gut wie bei Ferhat. Ich merke da von der Qualität eigentlich keinen Unterschied. Saftig, wie ein aufgeschnittenes Steak in einem wundervollen Brot, das das Ganze schön abrundet. Auch die Petersilie gefällt mir hier drinnen sehr gut. Das Einzige, die Zwiebel, finde ich, könnte ein wenig intensiver sein, mehr Säure abgeben, mehr Schärfe. Bei Ferhat kannst du ja sagen, ich glaube 160, 180, ja, 200. Ja. Was hast du genommen? Wie viel? Ganz den größten, oder? Ja. Du hast den größten? Ja, 180 Gramm. Aber warst du schon mal bei Ferhat? Und was findet ihr besser? Gleich, oder? Genau diese Bissen da unten mit der Soße. 10 von 10, sage ich euch ehrlich. Freunde, im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass das Fleisch absolut krank ist. Aber im Vergleich zu Ferhat muss ich sagen, dass mir hier die rauchige bzw. knusprige Note außen am Fleisch fehlt. Und auch das Brot ist nicht so knusprig wie bei Ferhat, was ich sehr, sehr mochte. Was aber auf jeden Fall nennenswert ist. Ich habe hier circa 10 Minuten auf den Döner gewartet. Also für das Prachtstück ist das, finde ich, absolut gerechtfertigt. Aber Freunde, damit ich aber einen ehrlichen Vergleich machen kann, muss ich bei Ferhat Döner jetzt auch nochmal einen Japrak-Döner mit Soße essen. Weil ich sage euch ehrlich, die Soße, die da unten drin ist, ist einfach nur geisteskrank. Also die ist so, so lecker. Deswegen sehen wir uns bei Ferhat. We back. Aber wenn die Schlange jetzt schon so geisteskrank lang ist, dann will ich schauen, wie lange man wirklich ansteht. Zack. Ja, mein ich war echt mad. Genau 12 Minuten später. Erster Step ins Lokal. Ein Döner-Sandwich-Latsch, bitte. Und genau 25 Minuten später haben wir die Bestellung aufgegeben. Chef ist auch wieder da. Und ich habe es jetzt zum Mitnehmen bestellt. Es war drinnen komplett voll. Da ist eine Megaschlange jetzt, also gestört. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt auf frech einfach dort hinstellen soll essen, weil da gutes Licht ist, zu dem anderen Dönermann. Freunde, ich habe jetzt auf frech gefragt. Ich darf bei dem Stand filmen. Pack mir das gute Teil aus, bevor es zu kalt wird. Bester Mann hier, Ilkim Döner,
lässt mich bei sich filmen, weil bei Ferhat kein Platz ist. Ah ja, was ich davor noch sagen wollte bei Gio's Grill. Scheiß mal wirklich auf den ganzen Vergleich, welcher jetzt von den beiden besser ist, weil ich glaube, dass die beide geisteskrank lecker sind. Ich finde es einfach geil, dass das Döner-Game jetzt ein bisschen abgesteppt wird und da bin ich auch bereit, einfach ein bisschen mehr zu zahlen. Und ich hoffe, dass da in Zukunft auch noch ein paar andere Dönerstände nachziehen werden. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Ist übrigens auch das dritte Mal Kebab die Woche für mich. Also das Fleisch hat so einen geilen Wiedererkennungswert vom Geschmack her. Und das Brot, muss ich sagen, ist hier auf jeden Fall besser als wie bei Gio's Grill. Ich finde es einfach geil, wenn es außen ein bisschen crunchy ist und in der Mitte schön fluffig. Zwiebeln sind hier absolut perfekt und harmonieren wunderbar mit dem Fleisch. Was ich aber jetzt schon sagen muss, ich glaube, die Soße ist einfach nur eine einfache Joghurt-Kräutersoße und da fand ich die bei Gio's Grill auf jeden Fall um Welten besser. Also Real Talk, ich würde bei Ferhat die Soße einfach weglassen, die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Diese Bissen hier unten sind so baba. Bruder, die sind, boah. Gut, Kebab? Sehr gut, aber ohne Soße besser. Der? 8,10 Euro, aber schau mal. Wie viel? 8,10 Euro, ist von dort drüben. Passt, danke fürs Gespräch an der Stelle. Ich glaube, dass die Soße aber bewusst so gewählt ist, dass die einfach den Geschmack vom Fleisch nicht übertönt, weil bei Gio's Grill war die Soße auf einer Wellenlänge mit dem Fleisch. Beides sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, ich würde sie einfach weglassen. Also das Fleisch so ist genug saftig und in Kombination mit den Zwiebeln und Tomaten einfach nur pure Geilheit. Ich fühle mich so schlecht, während ich den hier esse, schneidet der Typ da die ganze Zeit Döner und ich esse wie ein Bruder. Bin ich dein Untermensch? Boah. Holy moly. Also für die Bissen da unten würde ich immer wieder und wieder und wieder diese 30 Minuten anstehen. Freunde, scheiß mal drauf, wer besser ist, ob Ferhat oder Gio's Grill. Beides wirklich geisteskranke Japrak-Döner. Und ich muss sagen, ich freue mich einfach nur, dass das Döner-Game in Wien jetzt einmal ein bisschen abgesteppt wird. Dass endlich einmal traditionelle Gerichte in guter Ausführung, guter Qualität serviert werden. Für solche Preise ist das einfach nur geil. Und da finde ich es unnötig, irgendwie einen Vergleich zu machen und zu schauen, wer besser ist. Ich würde sagen, wir appreciaten einfach, dass es beide Lokale gibt. Es ist so krank. Was ich aber auch noch witzig finde, dass viele Leute sagen, die zu Ferhat gehen, dass das nichts mit einem Döner zu tun hat, weil es nicht nach einem Döner schmeckt. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass ein billiger Döner den Dönergeschmack definiert und nicht so ein geisteskranker Döner? Damit will ich eigentlich nur sagen, dass unser Bild von einem Döner eigentlich komplett falsch ist. Also wir sind es gewohnt, überwürztes Fleisch zu bekommen, minderwertige Qualität und nennen das dann einen gelungenen Döner. Und ich würde sagen, das einzig Richtige ist, wenn wir endlich damit anfangen, Ferhat Döner und Gio's Grill als Standard-Dönergeschmack zu sehen. Freunde, ich kann euch einfach nur beide Lokale wärmstens empfehlen. Testet euch da durch, vielleicht schmeckt es euch besser mit Soße, vielleicht ohne. Freunde, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen und kommentiert, was ich in Zukunft noch testen, vergleichen kann. Bis zum nächsten Mal. Freunde, ich bestelle mir bei dem Bruder jetzt noch wenigstens etwas zu trinken, weil er mich auf Ehre filmen hat lassen, direkt neben Ferhat Döner. Also lasst bei dem auch ein bisschen Liebe da. Ciao.